Als der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar endlich feststand, kam Dieter Bohlen, 66, kaum aus dem Schwärmen heraus. Ramon, du könntest der Nachfolger von Karpindal und Kaiser werden. Du hast das Zeug zur Schlager-Ikone. Der Jurychef hatte Ramon Roselli, 26, die Sieger-Single eine Nacht quasi auf den Leib geschrieben. Doch wenn Dieter gedacht hat, dass er sich als einziger eine goldene Nase an dem neuen Superstar verdienen kann, hat er die Rechnung womöglich ohne Florian Silbereisen, 38, gemacht. Es wäre kein Wunder, wenn der Gastjuror einen genialen Geheimplan aus dem Hut zaubern würde und sich sogar mit dem Pop-Dietern anlegt und Florian Silbereisen hat den perfekten Partner gefunden. Eines ist klar, mit seinen 3 DSDS-Auftritten hat Flori die Herzen erobert. Selbst Dieter musste zugeben, er ist halt ein Vollprofi, deshalb habe ich ihn ja auch geheult. Doch das könnte Bohlen nun zum Verhängnis werden. Denn Flori weiß, wie das Musikbusiness funktioniert. Er erkennt eine goldene Gelegenheit, wenn die sich bietet und Ramon ist so eine. Er hat echtes Schlagerstar-Potenzial. Florian Silbereisen könnte nicht nur Geld mit ihm machen, wenn er ihn in seine feste Shows einlädt. Er könnte ihm auch einen ganz besonderen Job anbieten. Als neues Mitglied im Schlagertrio Club 3. Der Burnout-geplagte Jan Smit, 34, verkündete ja 2019, er sei zu krank, um mit Flori und Christoph, 43, aufzutreten. Ramon wäre der perfekte Ersatz für Jan Guthausherren, jung, motiviert. Eine geniale Lösung. Nur ob Dieter Bohlen das so gefällt, bleibt abzuwarten und